Hi, mein Name ist Kayla Scheichs. Mein Name ist Kayla Scheichs und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt mich erwischt bei meinem Midnight Snack. Upsi! Na, ich dachte mir, ich drehe jetzt ein Video. Ich fliege morgen früh weg. Und, also was heißt morgen früh? Madame muss um 4 Uhr aufstehen und gönnt sich jetzt einen Midnight Snack. Jaha! Und dreht ein Video und lädt das Video dann noch auf ihrem Laptop hoch. Aha! Ist ja auch egal. In diesem Video geht es zur Abwechslung mal um meine Wenigkeit. Und es tut mir leid, dass ich so aussehe wie Kacke, aber ich habe mir jetzt keine Mühe gegeben, dass ich gut aussehe. Ich war so, warte, soll ich mich noch stylen? Und dann war ich so, Alter, ich muss ein paar Stunden wieder aufstehen. So, es wird eh nichts bringen. Nur, dass ich dann diese hässliche Fußfresse angucken muss. So 10 Stunden lang beim Schneiden. Ihr? Ich musste nur so 10 Minuten zugucken. Oder wie lange das Video auch immer wird. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie abgefuckt ich von meinem Gesicht bin. Hättest du dich ein bisschen hübsch gemacht, dann könnte ich wenigstens so gucken und so, oh. Aber ich bin so, oh nee, Alter. So diese Visage hier. Jedes Mal so. Jedes Mal. Ja. Ungefähr so. Ich dachte mir, ich erzähle euch einfach ein bisschen mehr darüber. Also generell, ich habe es eigentlich noch nie wirklich angesprochen. Ich habe mich äußerlich ein bisschen verändert, vielleicht vor einem Jahr. Und es hat mehrere Gründe. Habt ihr mal Möhrensnack probiert, Leute? So geil. Möchte mal so eine Philadelphia. Einfach. Vor einem Jahr habe ich mich schon anders angezogen, also ganz schön anders. Und das hat eigentlich ganz schön viel mit meiner inneren Einstellung zu tun. Und in diesem Video, also das wird wieder mal ein bisschen kontroverses Thema, beziehungsweise mein Umgang damit. Deswegen wollte ich mit euch darüber reden, weil ich selbst nicht genau weiß, was ich von dem Ganzen halten soll. Naja, das Wichtigste ist, dass ich mich dabei gut fühle und es wird sowieso immer Leute geben, die meine Entscheidungen nicht tolerieren werden. Und das ist okay. Ich kann damit sehr gut leben, wenn irgendwelche Dullis da draußen sagen, wisst ihr? So ist okay. Ich kann damit leben. Das kann mich ganz schön tief in meinem Asshole stecken. Oh, ich hab mich so geschnitten gerade. Ich wollte gerade einfach durch das Asshole durchgehen. Ich habe mich gerade voll geschnitten, aber no. Noch so ein Clickbait draus. OMG. Seht ihr? Blood. Oh mein Gott, krieg ich AIDS jetzt, wenn ich dich... Bleibt mal dran, dann erfahrt ihr ein paar unschöne Storys von mir. Also für ein bisschen mehr als im Jahr war es so, dass ich mich ziemlich anders angezogen habe, aber auch eine andere Einstellung hatte innerlich. Es hat mich nicht interessiert, wenn mir Leute hinterher gepfeift haben oder so. Ich war einfach so, wisst ihr? Oder wenn mich jemand angeguckt hat. Wenn er süß war, habe ich halt zurückgeguckt und wenn nicht, dann halt nicht. Ich hatte eigentlich überwiegend so engere Sachen an im Vergleich zu jetzt, weil jetzt trage ich eigentlich fast immer so weite Sachen. Und vor einem Jahr war es halt einfach anders. Ich habe einfach mich so mädchenhaft angezogen. Wisst ihr, was ich meine? Halt so. Ich meine, ich habe damals halt darauf geachtet, dass ich gut aussehe und dass ich auf Cam... Oh, das klang falsch. Dass ich auf meiner Kamera, nur für YouTube, war Cam gemeint. Ja, dass ich da einfach immer gut aussehe oder auf Insta halt, whatever. Whatever. Und ich meine, es war mir schon damals egal, was andere von mir dachten, wenn sie mich gesehen haben, weil es gab immer so Mädchen, die halt gerantet haben, war so, sie trägt eine Leggings, weil sie ihren Arsch zeigen will. Und ich habe das erste Mal gehört und war so, lol. Weil ich habe wirklich nie eine Sekunde dran gedacht, dass man eine Leggings trägt, wenn man da den Arsch besser sieht. Ich habe nicht mal drauf geguckt, dass man den Arsch da besser sieht. So, da habe ich es gehört und ich war so richtig schockiert. Ich war so, oh mein Gott, so lol, wer denkt so? Also wer denkt so? What the fuck? Aber es hat mich nicht gejuckt. Ich habe Leggings eigentlich immer nur getragen, weil es so bequem war. Und dann habe ich immer so Crop-Tops dazu an, oder engere Oberteile, kürzere Oberteile. Das klingt jetzt, als hätte ich mich gekleidet wie so eine Ho von 3 Blocks weiter, aber ist halt nicht so gewesen. Und no shade für die Hoes von 3 Blocks weiter, nur so. Also ich habe mich eigentlich normal angezogen, würdet ihr sagen. Ihr würdet so sagen, keiner... Schämal. Wenn ihr so runterscrollt in meinem Insta, wisst ihr aber, glaube ich, was ich meine. Es war einfach mehr so... wisst ihr? Und jetzt ist es halt... Sehe ich 5 Tage die Woche aus wie eine Obdachlose. Einen Tag in der Woche sehe ich aus wie, ja, naja, wenn ich mit einer Freundin in eine Bar gehe oder so. Dann kann man machen, wisst ihr so?
Sonntag ist dann wieder so ein Schlepptag, ne? Da denkt man sich so, gut, morgen ist Montag, kann ich eh scheiße aussehen, also. So, worauf ich hinaus will. Ich war ja vom Aussehen her so ansprechender für die meisten Menschen. Dementsprechend wurde ich damals auch richtig oft angesprochen. Wenn ihr mich jetzt anguckt, denkt ihr euch so, ja komm Mädchen, du wurdest oft angesprochen, so von wem? Von polnischen Bauarbeitern? Auch. Aber nicht nur, auch viele jüngere Leute. Ja, ich meine, jetzt könnt ihr das euch vielleicht schwer vorstellen, wenn ihr mich so, ne? Ich wurde oft aufgehalten oder mir wurde hinterhergepfiffen, Autos neben mir angehalten auf der Straße. Irgendein Typ guckt da raus und fragt mich, ob ich mitfahren will. Das ist mir so oft passiert oder ob ich einsteigen will und so. Das ist halt, naja, damals war ich einfach nur so, ich bin einfach so easy damit umgegangen, so. Ja, also es lag halt echt dran, glaube ich, dass ich einfach ein bisschen so mich mehr girl-mäßig ansprechender angezogen habe und auch ein bisschen geschminkt war. Wo ich 13 war, wurde ich schon so von Mitte-20-Jährigen angesprochen und so. Und die dachten, ich wäre anscheinend volljährig. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich mich jetzt herrichte, was für Typen mich ansprechen. Letztens so frech. Ich war bei Edeka, ja. Ich gehe ganz easy meinen Smoothie aussuchen. S-Bahn Friedrichstraße gehe ich in meinen Edeka. Kommt auf einmal so ein Typ, kackfrech, zu mir. Der ist bestimmt über 40 gewesen. Ich meine, es war ein attraktiver Mann, muss man sagen. War so ein Daddy. Aber trotzdem. Und fängt an, mich anzuquatschen von der Seite. Und ich bin so, Opa, das ist alles gut bei dir? Soll ich dir nach Hause helfen? Ja, du bist mir vorhin aufgefallen beim Reingehen. Und ich bin so, suchst du die Windeln? Was ist denn gerade los? Und der so richtig selbstbewusst, bist du so, ja, du bist mir aufgefallen, du siehst schon echt gut aus und so. Und gibt mir seine Hand so, hi. Ich wollte halt nicht super unhöflich sein. So, ich wollte nicht super rude sein. Ich wollte nicht einfach ihn so angucken und sagen so, okay. Faltencreme ist da drüben. Ich war so, hi, ich habe ihm so meine Hand gegeben, literally so. So, und er so, wow, das ist ja ein Händedruck. Und ich so, ja, ich bin 16. Und er so, ja. Und, was hast du heute noch vor? Und ich gucke ihn so an, ich so, oh, fucking dreist. Das ist obviously, er ist so 50 Jahre älter als ich. Er könnte halt mein Dad sein. Er sieht so, ich bin richtig irritiert. Und ich sage ihm so, hi, ich bin 16, Opi. Und er noch so, ja. Und, du bist wirklich zu alt für mich, ich habe kein Interesse. Und er so, ja, na gut, dann mach dir noch einen bunten. Ich denke mir so, okay, du siehst für dein Alter gut aus, so, aber du bist immer noch über 40 oder so, könntest gerade eine Familie haben, könntest gerade bei deiner Frau zu Hause sitzen und du sprichst gerade eine 16-Jährige, die einfach nur einen Smoothie trinken will, im Edeka an, so, och, nö. Ich bin so mean, so als wäre so 100 Jahre alt gewesen, aber ich bin immer so mean, so ein bisschen, also so Typen, die so über 30, 35 sind, bin ich immer so, ich nenne die schon so Opas und so, einfach weil ich es witzig finde. Und alle, die über 30 sind, ich meine es nicht wirklich so, ich mache nur ein bisschen Spaß, ich verarsche euch gern. So wie ich jeden gern verarsche, ist nichts Neues. Nee, das war nur so eine kurze Zwischensituation. Irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was mit mir passiert ist. Aber vor so anderthalb Jahren hat es dann auf einmal so einen richtigen Klick gemacht bei mir. Davor war ich so viel offener, was Jungs angeht und viel zugänglicher. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin so ein fucking verschlossenes Kackstück. Ich habe voll die Probleme bekommen auf einmal mit Körperkontakt mit Menschen. Hauptsächlich mit Jungs, so bei Frauen ist es nicht so schlimm, vor allem nicht mit gleichaltrigen Mädchen. Und Männer sowieso gar nicht, so egal welches Alter, so ich habe super, super das Problem damit, wenn irgendein Typ so mich anfasst und ich werde schon nervös, wenn mir jemand so seine Hand auf die Schulter legt. So, ihr wisst nicht, wie nervös ich werde. Es klingt so dumm, aber es ist halt so, dass ich so richtig anfange, so hektisch zu werden. So, ich will einfach nur noch weg und so. Manchmal bin ich in so einer Starre auf einmal, so meine Augen werden richtig hektisch. Wenn mich ein Typ oder auch ein Mädchen anstarrt und anguckt, erstmal werde ich nervös. Wenn es nicht aufhört nach einer Zeit, dann werde ich einfach sauer. Ich werde selten sauer. Ich werde wirklich selten sauer. Also, ihr könnt meine beste Freundin fragen. Es ist einfach so, wenn wir irgendwo in einer Bar sitzen oder in einem Club sind, so. Es hat keinen Unterschied, ob mich jetzt Ned Flanders von der Seite angafft oder Justin Bieber, so vom Aussehen her. Ich werde fucking nervös und dann werde ich sauer und dann bin ich wirklich imstande dazu, so zu machen, so, was guckst du, oder so ihn zu fragen, so, alles klar, so kann man dir helfen, so, weil ich werde richtig nervös und andere würden so sagen, hey, ist doch schön, ist doch ein Kompliment und ich bin so, no, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich sag dann so zu Sophia, zu meiner ersten Freundin, so, Alter, Sophia,
wenn jetzt nicht aufhört, so, ich fange richtig an zu fluchen. Ich fange richtig an zu fluchen dann. Ich fange ihn an richtig zu beleidigen zu meiner Freundin, weil ich irgendwie diese Wut auslassen muss und bin dann so richtig so, guck mal, der kommt die ganze Zeit her. Und dann sage ich so, lass mal bitte weggehen. Und dann ziehe ich sie weg oder wir gehen irgendwo anders hin oder so. Was mir so unangenehm ist, das ist auch in der Bahn so oder egal wo ich bin, anstand, da kriege ich meine Krisen. Selbst wenn du ein Mädchen bist. Auf jeden Fall hat es dann so einen Umschalter auf einmal in mir drin gegeben. Und dann hat sich das halt angefangen, so auf meine Präsenz auszuwirken. So, ich habe in der Öffentlichkeit so weniger gelächelt, weil ich habe halt immer eigentlich früher gelächelt und alle angelächelt und so. Und das hat mir viele unangenehme Situationen verschafft, dass Leute irgendwie das missverstanden haben, also Jungs das missverstanden haben. Ja, und dann habe ich damit erstmal aufgehört, habe mir so einen miesen Bitchblick aufgesetzt. Ich bin jetzt nicht so das Mädchen, was so bei irgendwelchen Mädchen macht. Ich meine so generell, ich gucke einfach immer ernst und bin einfach immer so... Weil ich einfach schon im Direkt die Schnauze voll habe von den Menschen. Und ich bin so ein netter Mensch. So, wenn ihr mich anspricht, ich bin wirklich fucking nett. Das hat erstmal sich angefangen darauf auszuwirken, dass ich aufgehört habe, so Sachen zu tragen, die ich eigentlich mochte, so. Weil ich die bequem fand, so wie Leggings, die ich voll gern mochte. Oder wenn ich so Crop Tops süß fand oder so, habe ich erstmal aufgehört, die zu tragen. Weil ich gemerkt habe, dass mir voll die ganze Zeit Leute auf den Arsch gucken, dass sich Typen umdrehen und so. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert, dass ich gar nicht mehr wollte, dass man irgendwas sieht. Und angefangen habe, so größere Sachen zu tragen und irgendwie so viel wie möglich abzudecken. Und dann ist es halt irgendwie dazu geworden, dass ich nur noch Oversize gekauft habe. Das ist halt jetzt wirklich so, wenn ich zur Schule gehe oder rausgehe, dann ist es halt meistens so, dass ich so zum Beispiel was anziehen will und dann sehe ich so, ja, okay, das ist zu kurz. So, dann ziehe ich mich um und ziehe was anderes an oder ziehe noch so eine Strickjacke dran oder so. Und das ist nicht immer so, weil manchmal habe ich zum Beispiel keine Zeit und gehe einfach los und so, aber dann fühle ich mich auch unwohl. Ich fühle mich wirklich unwohl. Und das ist so, oh, das ist so fucking anstrengend und so komisch. Aber und wenn jetzt Leute kommen so, aber da auf deinem Insta so, ich bin sowieso ein Mensch, mir ist 24/7 warm und im Sommer würde ich Oversize anziehen und würde ich große Sachen anziehen. Ich würde sterben. Ich mag Sommer, ich mag jede Jahreszeit wirklich. Aber das ist im Sommer super kacke, dass ich halt weiß, ich muss kurze Sachen anziehen, sonst werde ich baden in meinem eigenen Schweiß. Fühle mich richtig unwohl dabei, so Shorts anzuziehen auch und so. Aber irgendwo scheiße ich dann im Sommer bisschen drauf und bin so, Alter, du musst das jetzt abstellen. Ich habe das Gefühl, es klingt so dumm alles, aber wärt ihr so in meiner Haut, dann glaube ich, würdet ihr das besser verstehen. Und auch bei Events oder so ist es zum Beispiel was anderes, weil bei Events sind die Leute auch anders. Bei Events, wenn ich da so ein engeres Kleid anziehe oder so, dann juckt halt niemand. Da sieht jeder so aus, da sind nur Leute, die so richtig krass gestylt sind und da sind auch nicht solche Gaffer oder so, wisst ihr. Naja, und ich muss sagen, mir fällt es wirklich, wie ich mich anziehe. Es klingt nämlich jetzt so, als würde ich mich so gezwungen fühlen, mich anders anzuziehen, aber es hat vielleicht damit angefangen, aber jetzt, keine Ahnung, fühle ich mich auch viel mehr von meinem Style repräsentiert. So von meiner Art her, wenn das Sinn ergibt. Ja, es ist nur so, damit ihr ein bisschen mehr versteht, wie das alles gekommen ist und warum ich mich so vom Style her so verändert habe. Und es kann auch sein, dass sich die ganzen Sachen angestaut haben und es dann einfach irgendwann Klick gemacht hat. Und ich so war, okay, ich muss wohl an mir was ändern, weil sich mein Umfeld nicht ändern muss. Ich wollte euch jetzt halt ein paar Beispielsituationen erzählen, damit ihr das vielleicht besser nachvollziehen könnt. In Berlin ist es in manchen Bezirken als Mädchen nicht so einfach. Obwohl man denkt immer, Berlin ist so voll die liberale Stadt, ist sie eigentlich auch. Aber ich sag mal, ich hatte es oft nicht einfach. Ich spreche jetzt einfach mal für mich. Ich weiß nur, dass ich es oft nicht leicht hatte, wenn ich mir eine enge Hose angezogen habe, die nicht so dick war und dazu Make-up drauf hatte und Ohrringe und so. So, dann war das dann zum Beispiel so eine Situation in der S-Bahn, als ich vom Hip-Hop-Training nach Hause gefahren bin. Da war ich, glaube ich, so 13 oder so, ja. Die so drei erwachsene Männer, die kein Deutsch konnten, neben mich gesetzt haben. Und es war halt, der Waggon war ziemlich leer. Und dann haben sie sich so um mich herum gesetzt, in diesen Vierersitzen. Der eine saß so da, der eine gegenüber und der eine da. Und dann haben sie angefangen, mich anzusprechen und mit mir zu reden. Und mich erstmal gefragt, wo sie lang müssen. Da habe ich ein bisschen angefangen, ihnen zu erklären. Und ich habe mir halt irgendwie nichts dabei gedacht. Und dann haben sie auf einmal angefangen, mich zu fragen, wie ich heiße.
und wohin ich fahre und wie alt ich bin so. Und dann kam der Mann neben mir halt so ein bisschen näher. Ich habe noch zu denen gesagt, ich will nicht mit euch reden und so. Und dann wurden die halt so, haben sie so Druck gemacht und wurden so unangenehm zu mir. Und dann haben sie nicht locker gelassen. Und dann ist der eine mir noch näher gekommen. Und dann bei der nächsten Situation bin ich halt richtig schnell rausgerannt. Und ich hatte voll Angst, weil die waren echt unangenehm, die Männer. Das war so eine Situation. Und ihr müsst euch vorstellen, dass dazwischen halt immer wieder so Sachen waren, dass ich halt voll oft angesprochen wurde von Typen. Und das soll auch nicht so klingen, so, ach, ich bin voll toll. Und ich wurde so oft angesprochen. Bla, weil darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Es ist mir auch eher unangenehm, weil ich das halt nicht mag. Beziehungsweise waren es keine schönen Ansprechen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so blöd, dass ich sage, okay, spreche mich auf gar keinen Fall niemand an, von Typen her meine ich, weil ich bin asexuell und renne vor euch weg und ich gehe ins Kloster. So. Weißt du, so, es wäre doch schön, wenn irgendein interessanter, junger, netter Mann mich ansprechen würde und wir ein cooles Gespräch hätten, bei dem wir uns beide wohlfühlen und wir auf einer Wellenlänge wären. So, so das sagt dir niemand, dass es nicht dazu kommen könnte oder dass ich das nicht befürworten würde. So, na klar, ich habe schon viele coole, kurze Begegnungen mit Menschen gehabt, die ich nicht kannte, weil die mich angesprochen haben. Aber das waren leider nicht diese Art von Ansprechen in Berlin. Eigentlich fast nie. Manche lassen auch einfach nicht locker und laufen dir hinterher oder werden lauter und dann beleidigen sie dich auch noch. Wenn ich von unangenehmen Situationen rede, meine ich auch so weit, dass mir bei so einer Parade in Berlin auch an Arsch gefasst wurde. Ich meine, ich könnte euch jetzt noch viele Situationen erzählen, aber ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, weil im Endeffekt kommt es auf das Gleiche hinaus, dass ich einfach super verunsichert geworden bin durch diese ganzen Sachen, immer verschlossener geworden bin. Das Bedürfnis hatte, etwas an mir zu ändern, um ein anderes Erscheinungsbild für mein Umfeld zu haben, um mich einfach dann besser zu fühlen. Ja, ist ja alles nicht so schön gewesen. Auf jeden Fall habe ich mich wirklich dadurch so leiten lassen und man könnte halt von der einen Seite sagen, dass es so schwach ist und irgendwie ineffizient, weil ich ja gegen die Leute nicht wirklich vorgehe. Also ich wirke ihnen nicht wirklich entgegen. Ich schütze mich einfach nur davor. Und die Leute bleiben dann gleich. Und wir Mädchen werden unter Druck gesetzt, wenn wir einfach nur anziehen, worauf wir Lust haben, anstatt dem entgegenzuwirken, weil das ja eigentlich voll nicht okay ist und es kacke ist und das alles Menschen sind, die sich einfach mal unter Kontrolle halten sollten, wenn sie einen Arsch sehen, nicht gleich zu scheiß Arschlöchern werden, wisst ihr? Ich mach das einfach nicht. Ich habe mich einfach irgendwie dann biegen lassen und meinte so, ja, dann muss ich mich halt davor beschützen. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, dass clever von mir ist, weil ich kann halt nicht die Welt verändern, so. Und wenn ich jetzt mich weiter irgendwie enge Sachen anziehe und so, muss ich mir halt weiter irgendein Pfeifen anhören und Sprüche und diese Blicke ertragen und ich kann es einfach nicht. Und irgendwie ist die Gesellschaft wohl noch nicht so weit, dass Frauen genau das anziehen können, worauf sie Bock haben, ohne so angestarrt zu werden und sich irgendwelches Catcalling anhören zu müssen und so. Gutes Beispiel dazu, ich habe vor 2 Tagen das erste Mal wieder eine Leggings und so einen kürzeren Pullover angezogen und mit kurz meine ich, der ging mir bis unter die Hüfte. Halt nicht bis zu den Knien oder bis über die Knie. Und hatte dazu eine Jacke an, die auch so bis zur Hälfte vom Po ging. Dann war ich unterwegs. Und dann fährt irgendein Typ mit seinem Kumpel im Auto vorbei, während ich über die Straße laufe. Ich strecke den Mittelfinger aus und schreit, du hast voll den kleinen Arsch, Alter. Und macht so, und ich drehe mich so um und auch so, und ich bin einfach weitergelaufen, habe gar nichts gesagt und war so, wow. Ich ziehe, so das erste Mal bin ich wieder rausgegangen nach einiger Zeit mit einer Leggings und einem Pullover, der nicht so super lang ist. Wie respektlos kann man sein? Wie kann man so sein? Ich verstehe es nicht. Ich finde es so schade. Ja, ich meine, ich fühle mich halt jetzt viel besser, wie ich mich anziehe. Ich fühle mich selbstbewusster als damals. Ich fühle mich einfach besser. Und diese Einstellung von meinem Inneren, dass mich wirklich nicht juckt, was irgendwer über mich denkt und dass mir alles ziemlich am Arsch vorbeigeht, habe ich jetzt irgendwie auch nach außen übertragen, wisst ihr? Wobei man jetzt sagen könnte, naja, dich juckt's ja schon. Mich juckt's nicht, wenn Leute was im negativen Sinne von mir denken. Wenn da irgendwer denkt, ich wäre eine Hau. So, wisst ihr, wenn jemand negativ von meinem Außen denkt oder sich irgendein Urteil bildet, bitte. Und ja, ich ziehe jetzt immer noch manchmal so engere Sachen an. Das will ich ja auch nicht, dass Leute mir jetzt irgendwie wieder das als Vorwurf nehmen wollen und so, weil das machen Leute super gerne, dass sie jedes Wort nehmen, was du gesagt hast und dir das irgendwie vorwerfen wollen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal irgendwie einen
Ausschnitt oder eine Leggings anhabe, dann schreibt mir wieder irgendwer, ja, von wegen, das ist dir unangenehm. Das ist halt kacke, so. Lasst es meine Sorge sein. So, wenn ich euch das so erzähle, könnt ihr mir das so glauben. Wenn nicht, dann könnt ihr auch von meinem Kanal gehen. Ich zeige euch nicht alles von mir, weil das wäre irgendwie crazy. Ich zeige nicht mal Leuten, die ich kenne, den. Ich kann kein Deutsch. Ich zeige nicht mal Leuten, die ich kenne, alles von mir. Wisst ihr, geschweige denn dann euch. Aber das, was ich euch zeige, so darauf könnt ihr euch verlassen. Und wenn ich mich mal fühle, dass ich was Enges heute anziehe, okay, Girl, dann ziehe ich was Enges an. Es ist nur so eine generelle Sache, die ich euch einfach erzählen wollte. So, das generelle Mindset hat sich echt verändert und dementsprechend hat sich vom Aussehen halt jetzt auch verändert. Ich finde es ehrlich gesagt cool, wenn ich so manchmal den Mumm habe, irgendwie so einen Ausschnitt-Top oder so anzuziehen, auch wenn ich jetzt nicht wirklich viel Boob habe, so, aber ich meine so generell, dann eigentlich, ich freue mich so. Ich bin so, okay, du gehst jetzt so raus, also meistens bereue ich es dann und bin so draußen und bin so, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum habe ich das angezogen? Nee, aber ich mag es eigentlich, wenn ich manchmal wie sage, okay, du ziehst jetzt das an und es juckt dich jetzt nicht, wer dich anstarrt oder wenn dir mal irgendwer hinterher pfeift. So, hey, cool, weißt du hast dich heute überwunden. Boah, das klingt so, ich komme mir so blöd vor, wenn ich das sage, weil ich hoffe, es hört sich nicht so blöd an. Klingt es so, als wäre ich so eine oberflächliche, blöde Bitch, weil darum geht es mir gar nicht so von wegen, wow, ich bin voll stark oder so, weil ich mal Ausschnitt anziehe. Und wenn ich dann manchmal einfach sage, okay, du scheißt jetzt wirklich komplett drauf, ob dir ich jetzt irgendwer anguckt oder so, dann klappt es eigentlich meistens nie und ich werde trotzdem immer nervös, aber ich bin trotzdem froh, wenn es manchmal so ist. Und auf Instagram ist es sowieso eine andere Sache. Irgendwie auf Instagram habe ich halt gar kein Problem damit, wenn ich mal ein Bikini-Bild poste oder wenn ich irgendwie für ein Instagram-Foto irgendwas anziehe, dann habe ich gar kein Problem damit, weil ich die Leute dann ja nicht sehe, was mir dementsprechend auch nicht unangenehm ist. Es geht halt echt um dieses Real-Life-Ding. Ja, was Jungs angeht, bin ich halt sehr, sehr, sehr verschlossen. Also war ich früher gar nicht, also ich war früher viel offener. Jetzt, naja, egal, ich bin ein Wrack. So emotional in jedem Aspekt eigentlich. So legen wir es offen auf den Tisch, es ist einfach so. Und das meine ich jetzt nicht nur das, aber das ist okay. Das ist okay. Weil wir sind trotzdem ziemlich positive Menschen, oder? Wir können positive Bugs sein. Und ich finde ja, wenn wir mal so eine richtige Wrackzeit durchleben, dann wissen wir so viele Dinge zu schätzen und haben einfach viel mehr das Gefühl von Leben und Freiheit und einem freien Kopf zu schätzen gelernt. Müssen wir nicht mal alle ein bisschen Wrack sein? Einfach um zu wissen, wann wir kein Wrack sind. Ich weiß nicht, wie aufschlussreich dieses Video für euch war. Ich würde eure Meinung dazu gerne wissen. Ich meine, ihr seid super clever. Ich liebe eure Meinung, ich liebe eure Gedanken. Ich mag es, wie viel ihr darüber nachdenkt, was ich sage. Und selbst wenn es Kritik ist, finde ich es cool. Ganz viele Leute, die denken, sie sind gerade konstruktiv, sind es aber leider überhaupt nicht. Und dann sagen sie mir, ich kann nicht mit Kritik umgehen, obwohl ich einfach nur klug bin, das lese und bin so, okay, das sind einfach nur Vorwürfe, Unterstellungen und leere Aussagen. Und dann antworte ich dementsprechend drauf. Und dann wird mir gesagt, ich kann nicht mit Kritik umgehen. Und ich bin so, okay, weißt du, nur weil du denkst, dass deine Kritik perfekt ist, da kann ich ja nichts für. So, ich versuche immer, das zu verstehen und ich versuche es zu lesen, versuche mich dazu auseinanderzusetzen, Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, dass ich es toll finde, wie viel ihr darüber nachdenkt, was ich sage und was ich euch mitgebe und dass ihr nicht alles so hinnehmt. Das ist super. Ihr habt ja auch einiges an Lebenserfahrung und andere Erfahrungen als ich und hoffe, euch hat das, was auch immer das gerade war, gefallen und ja, wir sehen uns im nächsten Video und ich habe ein paar coole neue Videos demnächst, die ich mir ausgedacht habe. Ich bin immer noch Kyla Shax, so wie am Anfang des Videos, hat sich nicht geändert. Und hat sich auch nicht geändert, dass ihr mir folgen könnt, wenn ihr Bock habt. Und ihr könnt auch das Video liken, wenn ihr Bock habt. Und könnt das Video auch kommentieren und teilen. Und ja, könnt auch die Glocke anmachen. Wisst ihr, ich glaube, es machen ganz wenige von euch, die Glocke anmachen. Und ich finde, das solltet ihr einfach machen. So, jetzt ist der Moment. Ding, ding, Glocke an. Okay. Ich muss echt bald los. Also, werde ich das Video jetzt beenden. Bis dann, aber ich liebe.